Och, Gott sei Dank, das ist nur eine Hose. Es ist nur ein paar Hosen. Ich dachte schon, da hat sie schon wieder eine aufgehängt. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Little Nightmares. Ihr 93-Türme, ja, im letzten Teil haben wir wahrscheinlich, also ich vermute, da war nämlich dieser Übergang gewesen, diese verstörende Dunkelheit, war der Übergang gewesen zum nächsten Kapitel. Und nun gucken wir mal, was auf uns wartet. Wenn ich mich richtig erinnere, wir haben ja jetzt den Hausmeister schon einmal gesehen, der mit den langen Armen, ja. Und ja, wahrscheinlich werden wir dem jetzt auch wirklich jetzt nochmal richtig begegnen. Ja, hau du doch ab, du Wicht. Ach so. So hat sich hier das geöffnet. Moment, jetzt muss ich gerade nochmal die Taste, die Steuerung muss ich nochmal mir in Erinnerung rufen. Gut, alles klar, so zieh ich. So öffnet sich der Weg, alles klar, wohin führt er jetzt wirklich nach Narnia? Fände ich einen großen Löwen, der mit mir spricht. Moment, also so konnte ich rennen, da konnte ich sliden, genau, hüpp, springen und werfen. Schauen wir uns doch einmal nochmal alles an, mal sehen, kurz mal gucken, bewegen, Feuerzeug. Wieso habe ich eigentlich zweimal was fürs Feuerzeug? Moment, Fitz. Achso, ich kann also einmal da entzünden oder auch ausmachen. Gut, alles klar. Renn. Ja, mach doch auf! Mach hoch, die Tür macht weit. Oh. Ein riesengroßes Auge. Ist das etwa ein Geheimraum? Habe ich was entdeckt? Hoch mit dir! Drück den Knopf. Moment. Nein. Drück den Knopf. Ja. Da stehen wir nun und gucken blöd. Wie drücke ich den Knopf? Ach so, einfach. Ah. Ich glaube wirklich, ich hab einen Geheimraum gefunden. Das ist sowas wie ein Beobachtungsraum. Wir sehen da die Kinder, wir sehen das Zimmer, wo wir ja durchgeschlichen sind. Ja. Da sehen wir die Wichte. Aha. Was ist denn das? Oh, ich glaube, das ist einer von diesen Küchen. Das ist die Speisekammer, alles klar. Das sind nur eines Zimmers, aha. Ein zersprochener Spiegel, wird jemand 7 Jahre Pech haben. Und das war's gewesen. Alles klar. Na, du Wicht, was ist los, du Wicht? Fürchtest du dich, du kleiner Wicht? Fürchte dich nicht, denn ich bin die Erlöserin? Oder bin ich einfach genauso wie du auf der Flucht? Ups. Autsch! Da war die Nase flach. Das ist cool. Oh mein Gott, heißt das eigentlich, man hat den Raum gesehen, wo wir durchgeschlichen sind. Hat uns jemand dabei beobachtet, als wir da rumgeschlichen sind? Wissen Sie, sagst du mir den Weg? Danke. Wissen die, dass wir unterwegs sind? Wissen sie, dass wir fehlen? Hm? Wahrscheinlich schon. Weil nach und nach kommen sie uns ja auf die Schliche. Oder versuchen es zumindest. Hups. Hm. Moment, kann ich da hoch? Mach hoch die Tür. Geht nicht, schade. Ja, also da will ich schon wirklich meine Augen offen halten. Also das Wortspiel war gerade hier beabsichtigt. Das Auge hat ja hier wirklich eine große Bedeutung. Hey, das alles in den Augen. Alle Opfer werden gesehen. Moment. Halt, hopp. Halt dich fest. Danke. Wer zieht da? Hast du den Koffer gezogen? Hm. Das muss hier so eine, wie sagt man, Spezialanfertigung sein, diese großen Schränke und Regale. Ah, da sehen wir ja sogar den Hausmeister da über dem Tischchen und da sehen wir einen in der Küche. Sind die vielleicht verwandt? Moment, halli hopp. Komm nicht hoch, schade. Heps,
Moment, da ist was. Schmeiß die Dose. Keine Kekse drin. Schade. Die Weinflasche. Sind wir überhaupt schon alt genug? Mal sehen. Können wir den Koffer öffnen? Ich packe meinen Koffer an. Was nehme ich mit? Eine Rettungsleine. Okay. Wo geht's lang? Ich würde mal sagen, von links über die Toilette. Ja. So wie ich mich fühle, tue ich auch gleich ein Abseil. Ah, Moment. Aha. Ich sehe schon. Hallap. Hep. Och, Gott sei Dank, das ist nur eine Hose. Es ist nur ein paar Hosen. Ich dachte schon, da hat sie schon wieder eine aufgehängt. Ich dachte schon. Wie geht's hier jetzt weiter? Ich brauche den Schlüssel. Da liegt ein Schlüssel. Wie komme ich da hin zu dem Schlüssel? Moment, Alep. Autsch. Sind wir halb Oktopus? Ich meine, wir sind gefallen, haben uns die Knochen gebrochen und gleich hier schlabberdidu. Das war alles nur ein böser Traum. Ist das alles nur ein Traum? Oder vielleicht ist es doch die Realität. Halt, hopp. Und hopp. Und hopp. Na komm, zieh dich hoch. Wie machen wir das? Kann ich mich da festhalten? Halt, hopp. Autsch. Autsch. Ich torkel. Irgendwie muss es da hochgehen. Lass mich gerade überlegen. Moment. Ah! Schleifspuren. Hui. Moment. Dreh dich rum. Das heißt, na gut, man sieht es auch hier, die Tür. Da gibt's. Ah! Man brauchte keinen Schalter, um sie zu öffnen, die Türe in das Geheimnis. Fitz. Hahaha. Ach, dafür brauche ich den Schlüssel. Verstehe. Was ist das hier? Kekse? Gib bitte Kekse. Mann, oh, keine Kekse. Hat Allah hier schon gefuttert. Also ich muss da hoch. Definitiv muss ich da hoch. Nur welchen Weg muss ich gehen? Welchen Weg muss... Muss ich vielleicht über die Glühbirne? Moment. Renn, hüpf, festhalten. Nein, dann komme ich hier hoch. Kann ich vielleicht um die Ecke hüpfen? Autsch, nein. Moment, was ist das hier? Was ist das hier? Och, ein Böse! Komm her, General Böse. Wir gehen auf Abenteuerreise. Vielleicht muss ich auch einfach da hoch. Und hüpf. Halt dich fest. Ach, komm schon. Du bist doch noch nicht so klein. Kannst dich doch ein bisschen strecken und recken. Sonst tust du nämlich verrecken. Jawohl. Sieht gut aus. Geh hoch. Ja, gehst du hoch. Hüpf. Halt dich fest. Autsch. Nicht die Nase anhauen. Ich glaube, ich gehe das zu schwer. Ich tue das zu schwer angehen. Aber ich komme da nicht drüber. Autsch. Ja. Dieser Schrank hat die passende Höhe, wenn man sich in den Tod stürzen will. Zumindest wenn man ein klein, wildkissiges Kind ist. Alles klar. Ach, das. An dem Moment, von da bin ich gekommen. Kann ich den auch ziehen? Kann ich den ziehen? Hallo? Hallo? Nein, da komme ich nicht zurück. Lass mich überlegen. Also den Koffer brauche ich auf jeden Fall für irgendwas. Ach, bin ich blöd. Das ist wahrscheinlich so ein ausfahrbares Bett. Und ich muss den Koffer hier hinschieben, damit ich an den Schalter komme. Haha. Mein Verstand lässt mich doch nicht im Stich. Ist nur ein bisschen eingerastet. Wer rastet? Ah, das ist ja sogar ein Bett. Ja, guckt mal an. Ups. Kommt da jemand? Ich bin weg. Ich kann schneller klettern vielleicht. Halt ab.
Und hopp. Hui. Jips. Autsch. Und hepp. Nein! Ich wollte eigentlich da hoch auf das Regal, weil ich die Toilettenrollen gesehen habe. Die kann man doch immer für irgendwas gebrauchen. Ach, lecko mio. Ist ja alles nur ein böser Traum. Was ich nicht sehe, kann mir nicht wehtun. Hepp. Ja, so. An sich finde ich die Idee schon interessant, hä? Also es gibt ja so viel, mit dem man ja in Horrorspielen jemanden Angst machen kann. Und hier ist halt einfach die Angst, man ist ein kleines Kind, ja, ein wirklich kleines Kind. Alles andere ist riesengroß oder halt größer im Vergleich zu einem selber. Und da muss man aufpassen, die haben sogar Bilder von Wichteln. Wer sind diese Wichtel eigentlich? Ich habe die gesehen, aber ich habe keine Ahnung, was die genau sind. Alle hopp. Okay, vorsichtig runter. Lass dich fallen. Vorsichtig. Sind da Kekse drin? Moment. Kekse? Ja. Zack. Und zack. Ja, wenn die Long Arm hier dann kommt und denkt sich, wer hat hier meine schönen Flaschen kaputt gemacht? Ich bin der Schuldige. Autsch. Nimm den Schlüssel. Weiter, weiter, weiter. Häng. So. Nimm den Schlüssel. Mach das Feuerzeug an. Moment, Moment, Fitz. Ich kann nicht gleichzeitig Feuerzeug halten und Schlüssel bedienen. Alles klar. Schmeiß den Schlüssel. Wir sind natürlich klein und schwach, hä? Und mach auf. Hä, was? Moment. Aha. Du machst ganz doofe Schlüssel nutzen, dankeschön. Jepa. Na du? Kleine Spielzeugaffe, komm her. Hips. Yay! Moment, das war eigentlich eine blöde Idee. Vielleicht will. Man hat ja gesehen, der hat eine Augenbinde auf. Das heißt, der ist sehr hellhörig. Sehr hellhörig ist der Typ. Ah, wahrscheinlich kann ich mit dem Affen ablenken. So war das, glaube ich. Moment. Nee, da will ich nicht hoch. Oder will ich da hoch? Ich muss irgendwie den Schalter drücken. Hä? Moment, einmal hoch. Und nochmal hoch. Ich sehe so gut wie nichts in der Dunkelheit. Halte A, um ein getragenes Objekt zu werfen. Aha. Moment. Soll ich den Affen werfen? Soll ich den Affen auf den Schalter werfen? Okay. Alle. Hopp. Oh, wieder was gelernt. Bada bim, bada bum, bada bam. Ah, das ist ein Aufzug. Servus. Die Schafe nehme ich mit. Du bist mein Begleiter. Kleiner Koko. Mir gefällt das nicht. Koko, du bleibst hier. Halt die Stellung. Ich versteck mich. Moment, ich kann noch schleichen. Wie mache ich das nochmal? Ducken. Okay, das war die Taste. Ah, okay. Ich brauche dich. Koko, du musst den Schalter drücken für mich. Und wirf den Affen. Dankeschön. Renn, renn, renn. Ich glaube, ich verstecke mich schon mal. Hier ist nämlich so eine schöne kleine Kiste. Da passiert doch irgendwas, oder? Das merke ich wieder am großen See. Ich bleibe erstmal in der Kiste. Es rappelt im Karton. Und das bin ich. Ich bin die Ursache des Rappelns. Alles gut? Alles fein? Kann ich raus? Kann ich rein? Da ist auch noch ein Käfig. Okay. Koko, ich nehme dich mit. Ich fühle mich sicherer, wenn ich einen Begleiter habe. Ja, und dich Ratte will ich nicht kuscheln. Nein, 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 nein. Oh nein, ich hab Hunger. Ratten! Wie wär's mit Ratatouille? Yummy, yummy. Hab ich den. Na komm, bischle schneller und ich schnapp mir eine Ratte. Rattenragout. Rattenschaschlikspieße. Hä? Irgendwo muss es doch was zum Futtern geben. Ich brauch was hinter die Kieben. Oh.
komm, halt's aus, halt's aus. Oh je. Na komm. Oh nein. Eine Falle. Aber ich muss essen. Ich muss überleben. Das ist fies. Ich weiß, dass es eine Falle ist. Aber ich muss zubeißen. Und knusper, knusper. Und da ist er. Nein, wie kann das sein? Ich wurde gefangen. Hätte ich jetzt in den Kochtopf gesteckt, bin ich jetzt das Futter? Hm? Oh je. Was? Und du bist tot. Oh je. Man hält sich nicht Kind. Manche halten sich Kinder wirklich, weil sie ihr Leben bereichern wollen. Andere machen das aus anderen Gründen. Moment, esse! Esse! Hem! Hem, bitte! Verdammt nochmal! Runter! Runter! Ich will raus! 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 Schlechte Qualität, diese Käfige. Aber ich hast du die Quittung behalten, mein Freund. Da kriegst du was zurück. Ja, ja. Gut, alles klar. Da stecken auch welche drin, oder? Aber tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich konnte mich selbst befreien, aber euch? Da raus, ihr seid beladen. Hips. Kann ich vielleicht zumindest dem hier helfen? Nein. Ich nutze dich als Leiter, damit ich entkommen kann, hä? Ich weiß, bin ein kleiner Leckerbissen, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich gegessen werde. Moment. Hoch mit mir. Halt dich fest. Und hoch. Ah. Sehr schlau. Und ran, 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 ran. Hui! Autsch. Okay, nochmal das Ganze. Moment, Moment. Hups. Und hups. Warten wir mal, bis alles ganz oben ist. Und renn, 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 Slime! Ich bin doch durch. Und da wurde mein Kopf zerquetscht. Notieren wir. Zu langsames Rutschen resultiert in gequetschtem Kopf. Ach, jedes Mal. Wer hat noch nicht, will wir nochmal. Hier kommt der Nachschlag. Das krieg auch nur ich wieder hin, hä? Diese Klappenkisten. Hep, hep, dong, bing, bang, ching, shang und runter. Der ist gerade erst aus dem Zimmer raus. Also wenn er das nicht hört, dann hat er doch irgendwie Karotten in den Ohren. Oder auch das hier. Ist überhaupt nicht laut. Überhaupt nicht. Wetten, wenn ich dann niese, hatschi, und dann... Wer kommt da schon im Bettchen raus? Hups. Renn. Slime. Ach, lecker mio. Muss ich noch irgendwas tun? Muss ich einfach nur schnell sein? Hallo? Moment, oder... Ja, dachte ich mir schon, also... Ja. Ah, Moment, ich kann schwingen. Natürlich. Hep. Hep. Und... Hep. Sliden. Wow! Mein Kopf ist halt doch nicht nur... Ist nicht nur dafür da, dass es mir nicht in den Hals regnet. Nein, 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 nein. Wo komme ich hier durch? Fitz. Super, jetzt bin ich hier. Wo geht's weiter? Kann ich da was ziehen? Ist da ein Loch? Moment. Wo geht's hier weiter? Hm? Ich spüre keinen Luftzug. Moment, wo? Moment, kann ich da hoch? Aha! Man muss umdenken. Wirklich, man muss umdenken. Da geht's nicht weiter. Macht ihr aus irgendwas eine Leiter. Alle ab.
Und Fitz. Einmal speichern, bitte. Dankeschön. Psst. Gut, meine Damen und Herren. Ist das eine Mini-Guillotine? Schaut euch das an. Das ist doch eine Mini-Guillotine hier, oder? Also da passt ja mein Kopf durch. Und dann hier. Wofür brauchen Sie sowas? Wofür brauchen Sie kindergroße Guillotinen? Das will ich nicht herausfinden. Aber wenn Sie wissen möchten, meine Damen und Herren, wie das hier weitergeht bei Little Nightmares, dann schalten Sie wieder bei der nächsten Ausgabe ein. Ja, jetzt ist nämlich erstmal Schluss. Der Freddy Longarm, der Hausmeister, den haben wir kennengelernt. Was macht er, wenn er uns kriegt? Hat er uns lieb? Tut uns hier mit seinen meterlangen Armen hier eine große Umarmung geben oder bricht uns einfach das Genick? Wer weiß, wer weiß. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.